Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Tap to Know Game Video Specials hier auf meinem Kanal. Und zwar befassen wir uns heute mit der ersten Erweiterung zu Magic the Gathering, und zwar Arabian Nights. Arabian Nights ist am 17. Dezember 1993 rausgekommen in einer Auflage von 5 Millionen Karten. Arabian Nights bestand aus 78 oder besteht aus 78 Karten. 52 Ankamen, 26 Kamen. Zu dem Zeitpunkt war es noch so üblich, dass es noch keine Rare gab, sondern einfach nur seltenere Ankamen. Die Ankamen und Kommen waren jeweils noch in drei Stufen aufgeteilt. Der Hintergrund der Arabian Nights Erweiterung war halt auch die erste und auch eine von zweien, die in der Magic-Geschichte entstanden sind, die auf reellen, also aus der echten Welt bestehende Vorlage dienten, und zwar hier Tausend und eine Nacht. Warum kam das dazu? Es war so, dass die Development-Teams von Wizards of the Coast alle beschäftigt waren mit den nächsten großen Erweiterungen, Ice Age und Mirage, sodass Richard Garfield alleine sich rangesetzt hat und die Arabian Nights entwickelt hat. Und das kam so dazu, weil er gerade das Buch aus Tausend und einer Nacht Ramadan gelesen hat, fing er an und hat Figuren, Orte und Gegenstände genommen und daraus Magic-Karten gemacht. Und dazu hat er sich auch eine kleine Geschichte ausgedacht, zu der ich aber später nochmal komme. Arabian Nights ist im Boostern zu 8 Karten erschienen. 6 Kommen, 2 Ankamen waren da drin. Für 1,50 $. Und ein Display beinhaltete 60 Booster. Der jetzige Preis eines Boosters kriegt man so um und bei beim Magic-Kartenmarkt 480 €. Das Komplettset für 3.000 bis 5.000 €. Es gab damals noch nicht diese, wie jetzt hier auf dem Logo auch gerade zu sehen, diese Editionssymbole, sondern erst war es gedacht, die Hintergründe anders zu färben. Das heißt, Magic the Gathering sollte die Alpha, Beta und Unlimited sein und Arabian Nights sollte dann Magic Arabian Nights heißen und hinten ein rosa Rücken haben. So war es dann auch weitergedacht, dass dann zum Beispiel Mirage grün gewesen wäre oder Ice Age blau. Das wurde aber im letzten Moment verworfen und ja, ein junger Mann kam auf die Idee, wir machen so ein Editionssymbol vorne auf die Karte. In der richtigen Größe wurde das per Fax dann noch zugesendet und auf letzten Drücker mit in den Druck gegeben. Arabian Nights ist die erste Edition, die Länder beinhaltet, die auch Fähigkeiten haben, also nicht nur Mana produzieren. Es wurden Djinns und Ifritis eingeführt und auch die ersten Karten mit Coinflips. Die Karten sehen wir uns dann gleich nochmal ein bisschen genauer an. Ich erzähle einmal kurz zu der Geschichte. Und zwar ist die Geschichte von Arabian Nights auch erst später eigentlich dazugekommen, weil dann ein Buch und ein Comic erschienen ist. Als es rauskam, gab es so jetzt keine Geschichte. Aber die Geschichte so jetzt, wie sie ist so, dass Arabian Nights auf der Ebene Rabia spielt, die mit Dominaria verbunden ist. Und dort herrschen Genies. Es gibt halt neutrale, gute, böse, wie es halt so ist. Auf jeden Fall, es kommt zum Krieg. Es gibt den Jahn-Tribe. Das sind die Guten, die helfen den Menschen und oder die nehmen auch die Hilfe von den Menschen an und sind für das Licht da und wollen beschützen. Dann gibt es drei böse Fraktionen, die Order of Ifrit mit dem Anführerdämon Iblis. Da sind bekannte Karten aus dem Tribe Serendib Ifrit. Das sind so die mächtigsten. Dann gibt es die Nekratal. Das sind so in einer Magma-Gegend wohnenden, bösen, hinterhältigen und intriganten Ifritis oder Genies. Und dann gibt es die Ghule. Die Ghule sind nicht wie bei uns westlich gesehen Leichenfresser, sondern einfach Genies, die durch die Wüste ziehen und alte Ruinen heimsuchen, ziehen ihre Kraft aus dem Tod
Und ja, das sind so die Ghule der östlichen Tradition, sag ich mal. Und dann gibt es noch die Marids, das sind die Neutralen. Für Wind und Wasser gehen gerne durch die Welt als alte Männer. Bekannt da auch die Geschichte um Simbad, der ja diesen alten Mann auf dem Rücken trägt. Genau. Auf jeden Fall greifen die Marids dann bei dieser großen Schlacht zugunsten der Djan ein. Es sterben halt fast alle Genies und Ifritis und die, die noch überleben, ziehen sich halt zurück oder werden von den Menschen dann halt an Gegenstände gebunden, daher auch die Genies aus der Flasche oder so zum Beispiel. Auf jeden Fall ziehen sich die anderen in die Wildfire Plain zurück. Und nach diesem Spirit War, so heißt das Ganze, oder halt, ja, jetzt heißt es Spirit War, damals hatte Richard Garfield das Dschihad genannt, aber das ist ja in der heutigen Zeit etwas schwierig, sind halt fast alle Genies dann auch gebunden an Gegenstände oder halt auf dieser Wildfire-Ebene. Und ansonsten sind halt auch viele tot. Genau. Dann steigt so im Zuge dessen einer der Menschen auf, und zwar ist das König Suliman, der mit seinem Serpent Staff, dem großen Kessel und den Ringen der 70 Djinn halt dann die Macht an sich reißt. Die Hexer, die Djinns halt binden können, heißen Zahir. Und genau, das ist so die Geschichte, die aus einem Buch hervorgeht. Da erzähle ich nachher bei den Karten dann nochmal ein bisschen Geschichte dazu, wie das alles miteinander verwachsen ist. Dann kam ein Comic raus, in der es dann heißt, ach so, zum Buch, da heißt es dann, dass diese Plane sich danach irgendwie tausendmal kopiert hat. Also nach dem Comic, genau. Das heißt, dass es halt tausend und eine Kopie dieser Ebene gibt, auf denen jeder Mensch und jeder Djinn kopiert ist. Und da schließt jetzt ein bei dem Comic, dass es einen Taizir gibt. Ein Mensch, der aus welchen Gründen auch immer, der ist auch Hexer und der hat halt dieses Planeswalker-Gen in sich, dass der nur fünfmal kopiert wurde. Und wenn er jetzt seine Kopien sucht und die in so einem, weiß ich nicht, Blutritual oder so mit sich verbindet, dann kann er halt richtig mächtig werden. Das kriegt auch die Hexenkönigin Nyla mit. Und die will ihn halt zu seinem Untertan machen. Das schafft sie auch. Es gibt nämlich ja fünf verschiedene, wie ich schon gesagt habe. Und zwar einen nach jeder Farbe. Einen blauen, das ist ein Baby, der ist in der City in the Bottle versteckt. Dazu dann bei der Karte mehr. Den roten, das ist ein Nomade. Der grüne ist ein Hirte. Der weiße ein Derwisch. Und den schwarzen kriegt sie halt verführt. Der zieht dann halt los und tötet und absorbiert den Grün für sie. Doch da merkt er irgendwie, boah, das wird alles mir hier zu krass, zu böse. Und entkommt Nyla, ist er jetzt grün-schwarz und warnt den Nomaden, also den Roten. Der Nomade findet mit Hilfe des Rings von Maruf den Derwisch und vereint sich auch mit dem. Und auch mit dem Baby. Und so kommt es dann dazu, dass er alle fünf in sich vereint hat. Ziemlich mächtiger Planeswalker wird und im Zuge dessen auch Nyla besiegt. Und ja, wird einer der mächtigsten Planeswalker, die Rabia da je gesehen hat und auch im kompletten Multiverse. Und geht dann rüber einmal nach Dominaria. Und während er das macht, macht Nyla eine Barriere um Rabia, sodass Taizir nicht mehr zurück kann. Er findet aber in Dominaria eine neue Heimat und verliebt sich in die Planeswalkerin Christina of the Woods. Und zusammen erforschen sie die 12 Planes und helfen Leuten, wo sie können. Das so einmal zu der Geschichte, die es im Nachhinein dazu gegeben hat. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal rein in die Karten. So, dann gehen wir mal einmal die Karten durch. Und zwar haben wir hier den Abu Jafar. Wie gesagt, es sind 78 Karten. Die Karten sind halt basierend auf Tausend und einer Nacht. Abu Jafar ist eine Figur aus dieser, ja, Märchenbox, sag ich mal. Und ja, ich lasse die Karten immer mal kurz da, dann kann man sich das durchlesen. Wir jetzt auch nicht jede vorlesen. Auf spezielle Karten gehe ich dann aber ein.
Dann haben wir hier die Army of Allah. Das Besondere hier dran ist, dass der Koran zitiert wird. Heute fast undenkbar, würde ich sagen, aber damals war es halt noch möglich. Und zwar: On the day of victory, no one is tired. Genau, die Army of Allah. Oben rechts seht ihr den mittleren Euro-Kartenpreis für Europa. Ja, mit 4,50 € ist die auch schon ganz gut dabei, finde ich. Dann haben wir das Kamel. Ja, ach so, wir gehen hier so die Karten durch. Ich habe leider nur eine Arabian Nights Karte. Die zeige ich euch dann nachher hier. Leider nicht mehr in dieser Edition. Von daher machen wir das diesmal so. Eye for an Eye, auch noch oft gereprintet, bis zur Revised mindestens. Weiter müssen wir mal gucken, weiß ich jetzt auch gar nicht. Aber ja, auch eine ganz lustige Karte, nervig. Der Dschihad ist die nächste Karte, wo ich sagen würde, die würde heute so auch nicht mehr mit dem Titel rauskommen. Naja, auf jeden Fall, in der Arabian Nights gibt es sie noch. Hier haben wir den King Suleiman, der aus der Geschichte schon bekannt ist mit seinem Serpent Staff. Und auch der hat eine Koran-Zitierung. Die Moorish Kavallerie. 3-3, Trample für 4 Mana. Ja, gibt besseres, aber. Pity halt auch auf den Koran oder aus dem Koran zitiert. Whoever obey God and his prophet fears God and does his duty to him will surely find success. Dann haben wir hier den Repentant Blacksmith. Ja, Scharazad, auch eine interessante Geschichte aus dieser Märchenbox. Und zwar gab es einen Kalifen oder so, der hat sich jede Nacht eine andere Frau genommen und am nächsten Morgen sie umgebracht, damit sie ihm nicht in den Rücken fällt. Und diese Scharazad hat es halt geschafft, diese Nacht zu überleben und ist dann die Königin geworden. Die Karte ist voll der Mindburst. Also man spielt ein Spiel extra nochmal im Spiel. Also lest euch die Karte mal durch. Mit einem Subgame und hast du nicht gesehen, echt voll der Mindfuck. Ja, der War Elephant auch noch öfters mal gereprintet für 4 Mana, 2-2 Trample und Banding. Boah. Und dann dieser Riesenfisch da unter den Booten. 4-1 für 2 Mana. Ja. Kann halt nur bei Inseln angreifen, aber ist dafür dann relativ solide. Fischliveröl, ja, dann haben wir hier Flying Man, eine berühmte Arabian Nights Karte und halt auch aus Tausend und einer Nacht genommen. Giant Tortoise, ach so, genau, das ist auch lange, lange noch eine hochgeschätzte Karte wegen 1 Mana 1-1 fliegend. Das wird heute noch teilweise gerne gespielt, weil die auch für einen Mana halt echt super sind. Giant Tortoise, ja, Riesenschildkröte. Island Fish, Jasconius, gibt es auch nochmal im Reprint. Sieht jetzt ganz gut aus mit 3 Mana, 6, 8. Aber man muss halt jedes Mal 3 Mana bezahlen, um die zu enttappen. Kann nur angreifen, wenn der Gegner Inseln hat. Ist zerstört, wenn man selber keine Insel mehr hat. Also, das ist immer so ein bisschen. Ah. Dann haben wir das Merchant Ship. Ja, Old Man of the Sea, das ist halt so Merit, der, was ich erzählt hatte mit Sympathy-Geschichte. Der Serendip-Djinn, genau. Dann haben wir den Serendip-Ifrit. Hier haben wir halt Simpat. Unstable Mutation, das ist eine besondere Karte. Das ist nämlich die erste Karte, die bei Magic minus X minus X Counter eingeführt hat. Interessante Hintergrundgeschichte. Combine Witches, LHG, die Urk Raiders. Urk heißt übrigens, es kommt aus dem Arabischen und heißt Wüste. Deswegen sind sie auch später bekannt als Desert Raiders. Guardian Beast. Kenne ich gar nicht.
Ja, gut. Hasran Ogres, der erste weiblichen Oger. Junun Ifrit. Jusam Jin, auch eine beliebte Karte. Das Artwork hat lange für Promo-Zwecke gedient bei Magic. Und Jus kommt auch aus dem Arabischen und heißt böse. Er erfüllt dir jeden Wunsch, aber nimmt dir dafür das Leben. Khabar Ghul, halt aus dem Ghul Tribe. Wie gesagt, Ghule sind halt in der östlichen Geschichte anders als bei uns in der westlichen. Eubilette, das war irgendwie aus einem Film, habe ich gelesen. Ich konnte aber jetzt nicht ganz rausfinden, aus welchem, aber das war angelehnt daran. Die Sorceress Queen, sehr schöne Karte. War auch oft gereprintet noch, aber die habe ich früher auch immer sehr gerne gespielt. Stone Throwing Devils. Für ein Mana 1-1 für Strike. Kann man auch nicht meckern. Der Aladdin. Oh, bekannt, ne? Alibaba. Ohne 40 Räuber. Ali vom Kairo. War lange gebannt auf der Restricted List. Weil der als zu krass vom Effekt her betitelt wurde, was man auch an den 64 Euro sieht, die er wert ist. Seit 2, 3 Jahren ist er aber von dieser Liste runter. Und man darf den sogar turnierlegal jetzt spielen. Die Birdmaiden. Ein, zwei Fliegen für 3 Mana ist recht teuer, finde ich. Die Desert Nomaden. 2-2 Desert Walk. Herd Jackal. Ja, das ist meine absolute Lieblingskarte, der Curt Ape. Für ein Mana, 2-3, wenn man nämlich Rot-Grün spielt, ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer und eine meiner Lieblings-Common-Karten. Und mit 5 Euro sehen das halt auch ein paar mehr Leute so. Curt ist übrigens auch arabisch und heißt Dschungel. Magnetic Mountain, auch noch ein paar Mal gereprintet. Ja, wenn ihr es nochmal genauer lesen wollt, macht kurz Pause, ne? Der Mijay-Djinn, und zwar wurden ein paar Djinns von Richard Garfield benannt nach zwei Pärchen, die geheiratet haben in dem Sommer, in dem er das erfunden hat. Und der Mijay-Djinn ist angelehnt an seinen Trauzeugen, der heißt nämlich Jamie. Und wenn man Mijay so ein bisschen anders stellt, kommt da Jamie raus. Und es ist die erste Karte, die die Coinflip hat. Ja. 6-3, 3 Mana. Rug Egg. Eatwin Ifrit. Das ist nämlich dann die andere Karte zu dem Mijay-Djinn. Das ist nämlich die Frau von dem Jamie und die heißt Wendy. Klon. Der Desert Twister, auch eine schöne Karte. Zwar teuer mit 6 Mana, aber kann man mal eben eine Karte einfach zerstören. Habe ich sehr gerne gespielt. Drop of Honey, auch eine schöne Karte, sehr beliebt. Als Enchantment, during your upkeep, the creature in play with the lowest power is destroyed and cannot be regenerated. Und wenn unentschieden ist, kannst du auswählen. Schöne Karte für ein Mana. Echt schöne Karte. Der Ernam Djinn. Ernam ist das andere Pärchen. Und zwar der Mann davon. Das ist der Mann seiner Schwester von Richard Garfield. Und der heißt Herman. Gaspan Ogre, auch eine besondere Karte, nämlich die erste Karte, die wechselt den Spieler. Ifbif Ifrit ist dann die zweite Karte, die benannt wurde nach seiner Schwester. Und da muss man sagen, die hieß Elizabeth und wurde von ihnen aber immer Ifbif als Kosenamen gerufen. Und deswegen dieser Ifriti. Metamorphosis. Nath's Asp. Schöne Schlange, 1-1. Und macht halt so wie Blutenschaden. Übrigens ist Nath auch, oder Nath ist arabisch und heißt versteckt. Sandstorm. Singing Tree. Auch cool. Tap to reduce an attacking creature's power to 0. Geil. Oh, für 4 Mana. Aber 0,3. Ist nicht schlecht.
Wailuli Wolf, auch eine Anlehnung, der Name Wailuli. Das ist nämlich die Frau von Richard Garfield, die Lili Wu heißt. Jetzt musste ich gerade mal genau gucken. Lili Wu heißt die. Und deswegen, die hätte dann diese Karte verewigt bekommen. Aladins Lampe muss man haben, genauso wie den Ring. Auch oft gereprintet, später noch viel. Bottle of Suleiman, auch eine Coinflip-Karte. Der Brass Man. Das ist die City in the Bottle. Und zwar, ein Herrscher wünscht sich von einem Genie, dass seine Stadt für immer geschützt ist und die nicht untergeht und alles gut ist. Was macht der Genie? Der packt die Stadt in eine Flasche. Und das ist auch die Stadt, in der halt das blaue Baby ist aus der Comicgeschichte, wo er das Baby findet. Eine der wenigen Karten halt, ich glaube, es gibt vier, die editionsbezogen sind. Das heißt, sie zerstören alle Karten einer Edition. Genau, und ziemlich lustig. Haben sie hier in der Antiquities, in der Homelands auf jeden Fall. Das sind drei und irgendwo gab es noch eine. Aber das werden wir ja sehen im Laufe der nächsten Videos. Dancing Scimitar, Ebony Horse, Flying Carpet, Yandors Ring, Yandors Saddlebags. Siehst du ja hier nochmal gucken können, wer Yandor da ist. Each day of their journey, Yandor opened the saddlebags and found them full of mutton, quinces, cheese, Daedric's wine and all manner of delicious and satisfying food. Okay. Den Yandor habe ich jetzt in dem Buch und Comics gar nicht gefunden. Also das ist wahrscheinlich auch dann aus Tausend und einer Nacht, würde ich jetzt mal behaupten. Der Jewel Bird, halt eine Karte, die wieder um Arndt geht. Das wurde ja Gott sei Dank ein paar Jahre später auch aufgelöst, weil Magic nicht mehr als Glücksspiel irgendwie gelten wollte. Die Pyramiden muss man natürlich auch haben in so einem Setting. Das ist der Ring of Maruf, aus der Story bekannt. Ja, eigentlich die erste Karte, in der man auf die Exile-Zone zugreifen kann. Hieß halt früher einfach nur Outside the Game, wurde später ja Exile-Zone dann benannt. Sentence of Abdallah. Bazaar of Bagdad, eine der teuersten Karten. City of Brass, oft gereprintet auch. Das ist die einzige Karte, die ich sogar in echt habe. Und es ist das billigste Land, was es gibt. Die Desert, das ist halt das Einzige, was ich habe. Aber naja. Diamond Valley. Ist auch nicht schlecht. Elephant Graveyard, weil ich mich da immer frage. Also heutzutage geht es ja. Aber damals gab es noch gar nicht so viele Elefanten oder Mammuts. Was ich erinnere da nur irgendwie drei, vier, aber wahrscheinlich ist das so eine Mechanik, hinter die ich noch nicht so geblickt habe. Island of Wak Wak, auch recht beliebt. Und sehr beliebt, auch eine mit der teuersten Karten dieser Edition, Library of Alexandria. Das ist sogar die Karte, die später noch zur Folge hat, dass dafür extra eine andere Karte entwickelt wurde, um diese hier wegmachen zu können. Dazu aber dann auch schon im nächsten Video mehr. Oasis. Und es ist nicht die Band. Und hoch, ein Mountain. Wie kommt der da rein? Ja, ein Fehldruck. Eigentlich sollten anfänglich Basisländer rein und wurden kurzerhand in letzter Minute aber rausgenommen. Auf diesem Printsheet, den es aber gab, hat sich halt ein Mountain eingeschlichen. So ist das der einzige Mountain oder das einzige Basisland mit Arabian Nights Logo. Und das sieht man dann auch gleich, da es ja nur 5 Millionen Mal produziert wurde, dass so ein Land mit 55 Euro im Moment weggeht. Das waren die Karten zu Arabian Nights. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und macht euch genauso viel Spaß wie mir. Schaltet beim nächsten Mal einfach wieder ein, wenn es in die nächste Folge geht, um die Antiquities. Bis dahin, bleibt mir treu, euer Tito.